Oh, ein Dreier-Match. Naja, wir hoffen auf viele Abschüsse und möge das Glück uns wieder hold sein. Verdammt. Ich wollte doch da noch spawnen. Oh, 52 Spawns für jeden. Na dann. Oh, und wieder snipern, bis der Arzt kommt. So, wir haben die lustige D-Line. Zum Angreifen nicht schlecht. Ich weiß nicht so gut, ob es so clever ist, auf den Bunker dazu zu fahren. Sehen tun wir niemanden. Keinen Kopfschuss gekriegt. Mann, der ist ja schon mal richtig, der hat schon mal richtig gut angefangen, ne? Sehen tun wir niemanden. Wäre auch langweilig. Krabobderich. Wo sind denn alle kleinen? Wo sind denn meine kleinen Schweinchen? Da läuft einer. Natürlich, nur der Kopf guckt raus, Junge. Ich hab die Kunst, Junge. Das ist immer genial. Ich schaff die Leute zu treffen, Junge, ohne den Kopf zu treffen, ne? Ah. Schädel wie ein Brummkreisel, Junge, und ich schaff's. Wo ist er? Da rechts sitzt auf jeden Fall einer. Ach, nichts getroffen. Das ist ein Ärgernis aber auch. Und ich will jetzt wirklich über die Dingsline fahren. Klar, warum nicht? Schön mal in E3 vorbei, noch ein bisschen winken. Vielleicht überfahren wir einen Army-Sniper, wer weiß das schon? Ne? So, ich habe momentan eine Drehung hingelegt, wie wir alle sehen. Ich liebe diesen Kübelwagen. Ich habe ihn einfach nur lieb. So. Nein, ich habe momentan Handgranaten mit dabei. Also wir können jetzt mal Handgranaten sprayen. Hinzu kommt noch, dass wir auch ein STG mit dabei haben. Jawohl, wieder zwei Leute auf einen. Bilden sie wieder schön ein Team zusammen. Ja, mir blieb nichts anderes in Möglichkeit. Ich habe gehofft, dass die Granate oben abprallt und dann oben drauf fällt. Blieb mir nichts anderes übrig, als so zu machen. Ah, der Punkt ist neutral. Das kann doch nicht sein. 36 Leute auf dem Spielfeld und niemand ist im Cap Range. Das ist so eine Lächerlichkeit wieder. Diesmal nicht, du kleiner Drecksack. Natürlich. Kommen wir noch weg? Du bist auf 5 Euro, der ist doch gerade hier Leiter hochgegangen. Sag ich doch. Dieses schwule Gekämpfe da oben, ja? Wie sie sich wieder gegenseitig da oben am Pimmel fassen. Das ist einfach ekelhaft. Ne? Tut mir leid, ich muss mal gehen. Ist ja schlimm hier. Egal wo du langläufst, immer ist irgend so ein Krawupterich hinter dir. Ne, etwa eine grüne oder eine rosa, eine schwule Uniform, Mann. So, ich habe mit Absicht nicht so viel Munition mitgenommen, weil ich auch gerne mit anderen Waffen dann mal spielen will. Oh, der war nicht schlecht geschossen, ja, der war nicht schlecht. Ich hab auch extra viele Medkits eingepackt. Extra viel. Weil hier bei einem Dreier-Match kann man das durchaus gebrauchen. Na, wo campt er denn? Wollen wir ihn jetzt wirklich suchen gehen? Ich weiß nicht. Ich da rausgehe zum First Aid. Das ist nicht gut für meine Gesundheit. Naja, ich bin ja der Führer der Nation, das stimmt ja. Ja, dann sonst wäre auch langweilig, wenn ich.
Sehen tun wir niemanden. Na? Der Versuch ans Medkit zu sehen? Nummer 1. Es wäre schon beinahe wieder in den Schlüpfer gegangen, aber richtig böse. Ich hab die Bombe schon wieder fliegen sehen auf mich. Jetzt komm, leck mich doch. Also manchmal, ne? Junge, du hältst eindeutig zu viel aus. Tag. Das snipert wer. Ich geh mal raus nachfragen. Na, komm ich hier heute noch hoch? Der sitzt doch da oben. Guck ihn dir an mit seiner kleinen Pistole, meint er. Hat's voll drauf, der kleine Gangster. Was haben wir hier? Fabrikstandard. Was haben wir hier? Sniper Mosin. Oh, voll modifiziert. Mein lieber Herr Gesangsverein, hat da mal einer was vor mit 90 Schuss. Wollen wir aus dem Dach oben auch mal snipern? Weiß nicht, der könnte hier reinkommen. Guck mal, da läuft einer. Ah, wenn er es überlebt hätte, ne? Hundert der kleine alte Waffen-Allrounder. Ist ja auch nicht so schwer. Peng, erste Sahne. Oh, eine Thompson. Die Thompson wäre jetzt schön, die hätte ich gern. Kommst du mal vorbei, ja, bitte? Bitte. Lief da nicht eine? Ich schwöre, es hat sich gerade so angehört. Man hört doch niemanden tappeln. Alles neutral. 2 gegen 2, 2, 2. Gehen wir wieder hoch. Wieder oben. Da sind sie wieder, die kleinen Homo Erectus. Das ist eine kleine unterzivilisierte Art. Oh, 4 gegen 1. Sonst noch mehr? Wir können das den ganzen Tag machen, Freunde. Und dafür brauche ich kein Zielen, ich. Hier, Medkit, Junge. Das brauche ich. Medkit. Ne? Und mein Hula-Hoop-Reifen. So. Kräftig, deftig, würzig, gut. Pommesche aus dem Sniperwald. Verdammt, gut ausgewichen. Aber niemand entritt dem Tod. Hey. Nicht meine One-Shot, aber ich kann damit schießen. Halt, umdrehen, gucken. Ich höre gerade nichts. Na, noch ein Versuch? Ich habe immer noch. Ah, ich hab die Waffe nicht mehr gezogen bekommen. Ach, schade. 20-2, an mir hat's nicht gelegen. Mal wirklich da losfahren? Ich weiß nicht. Oh, so finster und so dunkel. Da drin haben wir wieder gecampt. Genau da drin, genau in diesem riesen Kabüffchen. Alle sitzen oben drin und campen. Ist immer herrlich. Bitte kann. Oh, ich hänge fest. Das ungünstig. Ja, es ist ja gut. Ich bin ja da. Roland hat sein STG mit dabei.
Tempel hier oben. Ich hab Zeit, Leute, ja? Noch eine? Nö, das waren sie alle. Hat Spaß gemacht, doch? War lustig. Du gehörst zu mir. Wollen wir da rüber gehen? Du gehst. Wenn er reinkommt, knall ich ihn ab. Oder wenn er nachlädt. Das ist natürlich auch eine Idee. Ne? Was sagt uns das? Wir gucken nicht aus der Window oder Fensterrahmen. Oder andere Türrähmchen. Have you got a sniper? Yes, I have. Ach, jetzt leck mich doch! Musst du mich so erschrecken, Mami? Kommt hier reingelaufen, ohne Hallo zu sagen, weißt. Typischer Amerikaner. Erst schießen, dann fragen. So, kann ich jetzt snipern gehen? Danke. Ah, hab zuerst Lucky Lucky gemacht. Ah. Guck mal, der Thompson. Peng. Auf Deutsch nennt er sich Hiro Roland. In Englisch wird er immer als Boogeyman. Roland ist der Boogeyman. Ah! Der Einzige, der halbwegs schießen kann. War zu risky. Gegen ihn muss ich ein Stück defensiver spielen. Aber ansonsten, der Rest kann ich spielen. Nein, er probiert's aber. Die können's halt nicht. So. Jetzt würde er auf ein Privatduell auslaufen. Da oben wird schon wieder gesnipert. Natürlich wird hier gesnipert. Na klar, komm, macht Spaß, ne? Hm? Oh, fünf kleine Amislein, die saßen alle im Club. Schon wieder hänge ich an derselben Stelle fest. Könnte mir schon fast Absicht unterstellen. Ja, ist ja gut, ich weiß, dass du links hinterm Kohlehaufen kämst. Ah, shit. Zu früh geschossen. Ich würde sagen, Ausgleich in der 90. Spielminute. Richtig. Aber Heavyset Gold wirken lassen. Wir haben Zeit. Der Gegner campt, so wie immer. Home is safe. Unten ist nicht ganz so safe. Ich habe geschwört, das sah so aus wie ein Amikop. Ich habe gerade auf nichts geschossen. Ich habe gerade auf eine Wand. Roland sieht schon Gespenster. Na? Da kennt ja gar keiner oben. Wieder ein Punkt für mich. Ja, Gryffindor ist einfach besser als Hufflepuff. Das ist nun mal so. Ne? Ganz normal. Hinter mir sehen wir niemanden. Wow. Schon wieder sitzt er an derselben Stelle. Das ist lächerlich. Ne? Könnte auch ein Deutscher sein. Der sitzt sich immer an dieselbe Stelle hin. Man greift immer nochmal Russland an. Man weiß, man kann es nicht gewinnen, aber man probiert es trotzdem nochmal.
Captain Kelvin ist er. Wo wollen wir denn hin? So, for America würde ich sagen. Russia Power sitzt drüben wieder drin und meint, er hat's richtig drauf. Ich bin hier. Ist jetzt aber dumm gelaufen, hä? Über einen Klopf. Über mich rübergesprungen, kurz mal drüber gehalten und Kopfschuss. Das will ich auch können. Er hat nichts drauf, aber in dem Moment hat er einfach mal Lack. Mein Gottchen, ey. Da müssen die Amis mal ein bisschen zurückhalten, aber... Nach KD liegen wir vorne. Die Amis haben die meisten Leute verloren, das heißt, die greifen diesmal an. Ne? Kann man ja auch nicht sagen, die einzigen, die mich bis jetzt erschossen haben, waren Amerikaner. Also. Das war jetzt klar. Das ist normalerweise wieder Todesurteil. Ich verstehe nicht. Also ich gehe schon vom Gas, damit der Wagen dann gleich bleibt. Ne? Das ist ein Unding teilweise. Ne? Ich habe keinen Parkinson, noch nicht. Wenn man nicht schießen kann, ne? Fall mir nicht runter. Bleib's, Junge. Also hier reinzukommen ist die Hölle. Komisch. Wo sind denn meine deutschen Freunde? Hm? Wir probieren's wieder. Vorteil ist natürlich, jede Bewegung ist ein Feind. Er steht hinter mir. Mein Thompson-Freund. So, hier ist keiner. Wieder erstmal rüber gucken, ob einer kommt. Ja. Der Meister. Spielt nicht schlecht, keine Frage. Aber der Roland ist immer noch ein little bit better. Hier gehört er nicht zu uns. Hätte ja klappen können. Mein Gott, wozu habe ich 4 Handgranaten bei, wenn ich nicht sprayen kann? Apropos, was macht eigentlich mein letzter Mann hier? Der macht ja gar nichts. Der Talos ist da, ja. Hören tue ich erstmal nichts. Das ist wichtig. Cookie. Da hat jemand durchs Fenster geluschert. Da war einer Fuchs. Arba hat nicht gefunden. Ist ärgerlich, ne? Schönen guten Tag. Hey, Dallas. Schön, dass wir auch noch mitspielen. Der ist bestimmt gerade jetzt reingejoint. So kacke ist er nur auch nicht, ne? Jawohl, ein bisschen. Bisschen gedrückt läuft er also. Schon wieder gesnipert. Von ganz weit hinten. Ach komm, leck mich da hin.
geradeaus zu. Abwarten, abwarten. Abschießen. Posi wechseln. Abwarten, abwarten. Campen. Decke überlegen. Penis zurechtdrücken. Zeit haben wir ja genug. 6 gegen 1. Die Amis wollen aber wissen heute. Das fühlt mir jetzt ja schon fast unheimlich. Ich hätte auch gerne mal eine Eroberung, aber... Schon wieder heilen? Ist nicht gut für die Gesundheit hier. Schuss. Steht eigentlich mein Wagen noch? Nein. Das ist ungünstig. Ich will jetzt eigentlich nicht darüber laufen. Ohne Hubreifen? Ohne Hubreifen? Der Schuss gerade wäre, aber ich weiß nicht wo. Risiko. Steht da so beschissen und ich wackel da so umher, dass ich nicht schießen kann. Sie campen immer da oben. Es ist einfach geil. Da lässt er sich abknallen, weißt? Es ist einfach... Ne? Das, was ich schon sage, das ist halt, hat nichts mit Spielen zu tun, nichts mit Können zu tun. Das ist einfach nur hoffen, dass du dann irgendwie, dadurch, dass du da oben so clever drin stehst, dass du dann nicht erschossen werden kannst, ne? Da hat er einfach nur Lack, wie gesagt, durch den Bug, dass du dann eben da unten, sobald du ja irgendwo rübergehst, ne, und ein bisschen schwebst, kannst du ja nicht mehr schießen, ne? Dadurch habe ich so langsam geschossen. Ist natürlich klar, ich kann nicht auch die Waffe nicht anlegen. Und wieder, der Wagen überschlägt sich immer. Ich weiß nicht, wie langsam ich noch fahren soll. Dann kann ich gleich zu Fuß rein. Ist noch einfach, mich abzuknallen. Momentan haben die Amis die bessere Angriffsseite. So. So, sehen tun wir erstmal niemanden. Das kannst du, ne? Das ist einfach nur wieder Glück gehabt, weil der andere in dem Moment nicht geschossen hat. So viel Glück will ich auch mal haben. Jedes Mal Glück. Weil wenn man sich dann so anguckt, nix kann er. Nix kann er. Der hat eine 8 zu 14 KD, Junge. Aber mich schon dreimal weggeholt, ne? Ne? Und ich bin 6-mal gestorben. Das ist der Wahnsinn, ne? Also so schlecht kann er ja eigentlich nie sein. Aber der ist einfach nur... Der hat einfach nur Glück gehabt. Ne, ist jetzt schlecht, jetzt direkt zu sagen, ob da der andere noch mitgeschossen hat. Von der anderen Seite. Hey, ich konnte mal gerade ausfahren. Oh, der Sniper hat hier Spaß. Ja. Was lernen wir da draus? Ich gehe da jetzt da durch, versuche nur einen abzuknallen und gehe dann wieder rüber ins andere Gebäude. Natürlich, und genau vor ihm bleibt der Wagen stehen. Das ist herrlich. Ein Glück ist der ein totaler Depp. Oh, Kartoffelchen. Aus einem halben Meter Entfernung treffe ich noch einen Kopf. Sie kommen ja auch nicht rein. So, mit anderen Worten, wir stellen uns jetzt drüben rein ins Gebäude und bewegen uns da keinen Millimeter mehr raus. Fünf meiner Tode waren da drüben, also gehen wir nicht mehr drüber. Nicht da reingehen. Alles tot. Warten auf Heavyset Gold. Ich weiß nicht, von wo der geschossen hat. Der kann natürlich auch von ganz weit hinten geschossen haben. Ach, Meister.
Er gibt sich Mühe, keine Frage. Aber so viel Lack wie die Kartoffel hat er nicht. Jetzt wäre ein Gewehr ganz gut. Und Headshot. Das ist geil einfach nur. Einfach nur geil. Ich sag ja, du musst in der Ecke stehen bleiben. Der kommt von hinten, einen Schuss abgegeben, Headshot. Es ist geil. Wahnsinn. Ich habe 50 Kills, Junge, und habe nur 13 Headshots. Ne? Ja, nur. Das ist, ne? Wenn jemand eine 5 zu 100 Statistik hat, ist er besser wie ich, weil er einfach mal 5 Headshots gemacht hat. Ne? Der absolute Wahnsinn. Ne? Vor allen Dingen, er hat ihn ja nicht mit Skill gemacht, ne? Das ist einfach nur, er hat einfach nur Glück gehabt, dass der das zufällig nah genug dran war, dass direkt als Headshot gezählt hat. Ne? Das ist aber das Lustige, ne? Wenn er jetzt weit weggestanden hätte und wir direkt einen Kopfschuss, dann wäre okay gewesen. Und der Russia, der rennt einfach mal kurz Kopfschuss, Junge, das ist der Wahnsinn. Einmal kurz eingelaufen, zuck, Headshot. Ist kein Problem. Ah, ich hätte mir auch eine MP40 einpacken sollen. Das ist einfach Dreier-Match auf Nahkampf. Brauchst du nicht mit dem STG spielen. Das ist STG einfach im Nahkampf zu schlicht. Mal rausgucken brauchst du nicht. Nur Flugzeuge und Sniper. Aber mein Anfallweg ist immer noch schön. Ja, ich komme immer noch gut von A nach B. Ist jetzt dumm für ihn gelaufen. Keine Ahnung, wo er ist. Keine Ahnung, wie er da jetzt hinkommt, ohne sich zu bewegen. Der Kartoffeljunge, der ist. Also ganz ehrlich, das kann echt. Das haut einfach nicht hin. Der spielt zu scheiße dafür, dass er so gut aimen kann. Der trifft mit jedem Schuss, kann aber absolut nicht spielen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Der schießt nie daneben und will mir sagen, dass er, wenn er nur in der Ecke sitzt, ne, sich jedes Mal wegholen lässt. Ne, da kann man mal sehen. Ich habe gegen den Typen keine Chance. Der hat eine 0 zu 5 KD, Junge, und ich habe eine 1 zu 10. Das ist Wahnsinn. Das ist mir nicht nachvollziehbar. So lange mit Granaten gespammt, bis ich getroffen habe. Komisch, er kriegt ihn. Also ich habe hier meine Pappenheimer, die ich nie abgeknallt kriege. Nee, ganz ehrlich, tut mir leid. Dafür spielt er einfach zu scheiße, dass er so gut spielen kann. Das sind so zwei Sachen, wo du dir ehrlich sagen musst, das kann echt nicht hinhauen. Man kann mich nicht so gangstermäßig jedes Mal wegholen und dann läuft er so in ganz ehrlich, nee. Ah, jetzt ist er wieder weggelaufen. Danke, da hat er nichts mehr.
Hey, der einzige Russe, der ab und zu mal vorbeischaut. Sag ich, 6 zu 1 KD. Und unsere Kartoffel auf der Gegenseite mit 9 zu 20 rum. Ne? Und ich habe keine Chance gegen den. Der spielt besser wie ich. Vom Schießen her ist er mir, vom Skill ist er mir überlegen. Das kann er jetzt nicht echt nicht an der Waffe legen, sonst würde er ja jedes Mal gewinnen. Ne? Sonst würde ich ja gewinnen, wenn meine Waffe schlecht, ne? Wenn seine Waffe besser wäre, so rum. Würde ich ja nicht gewinnen können. So, ein Russe hat sich hier drin verlaufen. Dann sollten wir mal vielleicht versuchen, offensiv zu gehen. Probieren was. Wenn ich jetzt nach Amiland rüberfahre. Die haben noch 100 Spawns. Na, knapp mich gar kein Sniper ab. Na, ich komme hier doch nicht mehr raus. Lass mich raten, der hockt irgendwo unter so einem Waggon und wartet darauf, dass einer an ihm vorbeifährt. Apropos, ich bin doch noch Führer des Trupps. Diesmal nicht Russia Power. Diesmal hast du nicht aufgepasst. Boah. Aber alle Achtung, die Amis haben heute angegriffen. Ach komm, leck mich. Hat er mir eine ST-Granate entgegengeworfen. Ich krieg einen zu viel. Du hast mich nicht gesehen, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Sehr gut. Bravo, Lombi! Shit. Da sitzt er nicht drin. Wie hast du denn das jetzt überlebt? Aber ganz ehrlich. Der hat sich die Augen zugehalten und hat gesagt, ich sehe dich nicht, Granate. Runtergefallen ist sie nicht. Definitiv nicht. So, wie sieht's aus? 2. Grüß dich. Das war schulmäßig von mir. Er hat nicht aufgepasst. Das ging gerade zu schnell für ihn. Eine Runde. Wo ist denn meine kleine Süßkartoffel, hä? Mein kleiner Schnuckiputz. Ich spiele immer noch für den erstmal rot-weiß Hula-Hoop-Reifen, ne? Einfach mal überrannt worden. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich eine Granate werfe. Gut, wir haben Zeit. Wir können mal O angreifen. Aber mit 5 Mann haben sie den Club gestürmt. Ich habe kurzzeitig, hätte ich wirklich die Granate noch nehmen sollen. Ich weiß ja, ich wusste gar nicht, habe ich noch eine? Keine Ahnung. Habe ich jetzt gerade nicht nachgeguckt. Ich müsste eigentlich noch welche haben. Hier sitzt doch schon wieder irgendeiner und snipert. Die Russen haben noch 200 Spawns, wir haben noch 170. So, ich probiere es jetzt. In der Hoffnung, dass die Armees nicht so schnell aufrücken können. Wenn ich den Wagen das runterkriegt, das sieht gut aus. Ein Russe an der Flak. Nur einer an der Flak. Also ich kann ihn nicht überfahren. Schade. Aber gut zu wissen.
ich wollte es mal ausprobieren. Also man kann niemanden überfahren, der gerade irgendwo angeklebt ist. Ich liebe es, dass dieser Cap-Point so groß ist, weil dann findest du den nie hier. War der da oben? Ja, Roland, der war da oben. Wirklich? Schauen wir nochmal nach. Wir können wieder nur eine Tür bewachen. Drei kleine Russis, Leini, suchten Roland fein. Dann sahen sie doch selber ein. Ich gehe wieder on the roof campen. Kleiner Drecksack da oben. Vom Dach kriege ich nicht runtergeputzt. Ja, du denkst auch, ich bin blind, hä? Ein kleiner Radieschenkönig, hä? Mit dieser ausgefallenen Beleidigung. Wer wirft denn hier mit Granaten? Ich stehe hier, nur mal so. Ja, die Russen haben nicht wirklich Bewaffnung. Ach du kleiner. Kleiner schlüpfriger Mensch da oben. Jetzt nämlich eine meiner Zauberwunden. Pass mal auf. Hui. Na komm. Komm, trau dich. Komm, ich verballer meine ganze Munition an dich, da kenne ich ja nix. Sitzen wir immer noch auf dem Dächlein? Okay, das ist doch gut. Ich mag Schnitzel mit Pommes. Und mit Mischgemüse. Was das jetzt damit zu tun hat, weiß kein Mensch. Aber wenn der kleine Bösewicht da oben nochmal irgendwo rüberluschert. Er fühlt sich da ganz sicher oben auf seinem Dächlein. Ja, jetzt snipern wir wieder von der anderen Seite, ne? Oh, mit dem guten Scope auch noch. Mein Gottchen, da hat aber einer heute Geburtstag. Jetzt ist aber mal gut hier. Ich weiß nämlich nicht, von wo du schießt. Das ist nämlich nicht nett. Jawohl, und so lange gesnipert. Keine Ahnung, wo er sitzt. Keine Ahnung. Nicht zu sehen. Unmöglich nachzuvollziehen, von wo. Ganz ehrlich, die Leute verbringen da echt extrem viel Zeit. Die müssen wirklich stundenlang da irgendwelche Verstecke suchen. Ich weiß nicht, gibt es da irgendeinen auf YouTube, der sich da wirklich wochenlang für Zeit nimmt, um dann irgendeinen Bug oder einen Glitch zu finden, wo man sich da irgendwo verstecken kann? Ne? Ich meine, wenn das Gebäude, ne, dieser Cap Range ist einfach viel zu groß, dass du das Ding einnehmen kannst. Ne? Wenn der unten die Halle bloß wäre, dann wäre natürlich das Spiel schon gewonnen. Naja, na klar, will hier Roland drin stehen. Ne? Da wird auf dem Dach gecampt und dann wird die ganze Zeit da irgendwo versucht,
das Ding irgendwie hinzukriegen. Zieh den Korb ein. Keine Ahnung, der sitzt schon wieder irgendwo, dieses wirklich... Oh, scheiße. Ja, damit rechnet natürlich kein Mensch, dass ein Paratrooper in der Ecke steht und wartet. In einem Gebäude, was ja eigentlich, ne, das ist, ne, es ist einfach, ich weiß nicht, das muss irgendwie mal eingestellt werden, dass die Paratrooper wirklich eine Elite-Einheit sind und nicht eine Elite-Camping-Einheit. Die einfach irgendwo abspringt und darauf wartet, dass einer kommt, ne? Niemals, ich würde niemals als Paratrooper in einem Dreier-Match auf meinem eigenen O da einfach mal abspringen und dort campen. Das, ganz ehrlich. Ne, das ist Ressourcenverbrauch, ne? Bei mir wird sich beschwert, wenn ich mal einen APC zu viel ziehe. Und hier werden die Paras gespammt, Junge. Ja, es ist nicht Krieg, aber so fängt's an. Ne? Da wird dann mit Paras und mit allem drum und dran. Ne, die stehen ja hinten drin, die sind 12 Mann. Ah, jetzt bleibt mein Wagen wieder stehen und überschlägt sich. Ich liebe es. Die haben sich jetzt wegfischen lassen. Ach ja, hier sitzt ja wieder unser. So. Jetzt sind wohl sogar zwei Leute im Club. So. Wenn der, warum der sich dann mein SCG nicht nimmt? Oh, mein Freund. Nur gemeinsam sind wir stark. Denn ohne dich kriege ich es nicht hin. Na komm. Trau dich. War doch gerade einer. Ich hab doch gerade einen gesehen. Du siehst immer keinen, aber es wird auf dich geschossen. Ich war mal auf Verdacht. Ja. War ja klar. Wenn du eine Granate hinwirfst. Tschüss. Bleib's, Junge. Sollte man hier stehen bleiben, falls einer aufs Dach geht. Und 4 gegen 2. Warum kommst du jetzt hier rüber? Oh, scheiße. Die war so gut geworfen. Alles raus, was keine Miete zahlt. Ein kleines bisschen Konzentration, bitte. Das ist...
Die schleichen sich an von. Das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich. Ne? Das ist. Du kannst dich wirklich nirgendwo verstecken, weil einfach jeder sofort hinter dir steht. Ne? Da stehen die wirklich mit 5, 6 Mann. Die sind oben, unten, rechts, links. Und die brauchen da wirklich 10 Minuten, um einen einzigen Mann da rauszufischen. Die Russen verteidigen das da mit 6 Mann jetzt. ...82 Kills, Junge. Und ich muss sagen, die Gegner waren mindestens ebenbürtig. Aber wenn das mal reicht. Na, also so wie die Amis da weggeholt haben bei O1. So, 5, 6 Leute sind hier noch drin. Pass mal auf, das kriegen wir nicht eingenommen. Schon werde ich von Partisanen beschossen. Keine Ahnung. Das ist. Die sind einfach super im Campen. Da kannst du nichts gegen machen, ne? Ich bin jetzt eigentlich gezwungen, mich zurückzuziehen. Ich gehe jetzt auf die E-Line mit, weil wir es einfach nicht schaffen. Das ist einfach zu stark. Ne? Da die campen an den absurdesten Positionen, damit rechnest du einfach nicht. Ne? Da wird sich irgendwo hingestellt, gewartet. Ne, deswegen werde ich hier nie, ne, großartig Verteidigungen zeigen können, wie man ordentlich verteidigt, weil nie ein Gegner da ist. Es ist nie ein Gegner da, den ich irgendwie zeigen kann, der angreift. Es tut mir einfach leid. Ne, du siehst niemanden, es kommt keiner. Du siehst im Prinzip, wie ich nach vorne fahre, die Punkte einnehme und hinterhältig von hinten erschossen werde. So, jetzt kriege ich nicht mal Punkte von E1. Wenn die aufgeben, kann ich dafür auch nichts. Aber ich finde, ich habe hier mindestens gegen ebenwürdige Gegner gespielt. Die haben sich hier versteckt. Ne? Ohne Ende. Deswegen hier, ne, zu Null zu spielen, ne, zu Null KD hinzulegen und dabei 5 Eroberungen zu haben, ist ein Ding, das ist ganz, ganz selten. Weil einfach so viele Leute am Campen sind. Ne, es ist der Wahnsinn. Der liegt hier rum. Ne, da sitzen die da hinten drin jetzt in ihrem Punkt und verteidigen das eigentlich nicht mehr. Das hat ja nichts mit Verteidigung zu tun, wenn man nur noch da rumsitzt und wartet, dass einer kommt. Ne? Ich hätte jetzt, wenn die Deutschen E1 angegriffen hätten, hätte ich jetzt ganz locker O1 eingenommen, dann wäre es eine Nummer gelaufen gewesen. Macht aber keiner. Deswegen, das sind einfach Safe Wins, weil einfach keiner angreift. Ne? So, jetzt muss ich damit rechnen, dass überall hier ein Partisane sitzt. Und du weißt nicht wo. Der kann überall sitzen. Ne, die haben die absurdesten Verstecke, damit rechnest du einfach nicht, ne? Guck mal, die greifen auch nicht an, die warten jetzt wirklich in ihrem Versteck ab. Ne? Ich wette, die überleben es, die suchen mich nicht. Ne, da wird dann in der Ecke gecampt. Klar, es sind nur noch 2 Mann, aber sie hätten das Spiel gewonnen. Ne? Sie haben also im Prinzip lieber hinten gestanden und gewartet. Und das ist immer so der Fehler, was ich nicht verstehe, dass man dann in die Offensive geht, wenn der Gegner... Es war niemand in O1, man hätte mit einem einzigen Mann das Spiel locker gewinnen können. Aber nein, macht man nicht. Warum auch? Übrigens, der Krieg ist vorbei. Und jetzt ist bei mir mein Spiel abgestürzt. Keine Ahnung warum. Und hier nochmal die nachgereichte Statistik. Ich habe 20.000 Credits plus gemacht, ich glaube 12.000 Misa, also 8.000 ungefähr rund plus gemacht in knapp 50 Minuten. Ja, war überragend natürlich, was die Abschüsse anging. Ja, der Recon,
Ist einfach, ist ja keine Kunst, bei einem Dreier-Match da genug Leute abzuschießen. Deswegen wundere ich mich immer, dass er bis 30 Mann abgeschossen hat. Ansonsten, die Amis haben gut angegriffen. Und wie die Kartoffel 26 Mal abgeknallt werden kann, wenn man eigentlich nur im Gebäude da drin sitzt und darauf wartet, dass ich um die Ecke komme und mich jedes Mal wegholt, dann weiß ich nicht, wie man dann so eine Statistik da hinkriegt. Also, das ist mir schleierhaft. Ne? Also, selbst wenn ich zu Fuß laufen würde, würde ich eine ähnliche Statistik haben. Und ja, auch mit einer schlechteren Waffe, dann würde ich vielleicht weniger Kills haben, die Eroberungen wären dieselben. Ne? Der Russia Power hatte stark mit seiner Grace Gun gespielt und die Russen waren irgendwie nicht da. Ne? So viel nochmal dazu.